Ich weiß ganz genau, was du suchst. Du suchst einen Triops. Dafür ist es aber wichtig, erstmal herauszufinden, was ist ein Triops? Das hier ist ein richtig nicer Triops. Das sind quasi Insekten, die irgendwie so zwei Augen haben und dann haben die da so wie so ein Panzer irgendwie auf dem Kopf und hinten, ne, haben die dann noch so einen extrem langen Schwanz, wo dann extra nochmal so zwei kleine Zacken extra abgehen und das ist quasi so ein richtiges Alien. Und das Beste daran ist, Triops cantriformis gilt als älteste noch lebende Tierart überhaupt. 220 Millionen Jahre ist dieses Tier schon alt, also von der Art her, das hat sich aber nicht verändert. Und das Coolste ist, das kann man einfach zu Hause bei sich züchten, ne? Und deswegen werde ich das heute machen. Und zwar möchte ich nämlich den größten Triops überhaupt züchten und dann vielleicht bei so einem Wettbewerb oder sowas mitmachen, mal gucken. Aber das ist nicht so ganz einfach, deswegen müssen wir uns ein bisschen Knowledge ranholen. Und das geht nicht besser als eine weiße Wand zu haben, wo wir alle unsere Infos aufschreiben können. So, Infos sind der Weg zum Ziel. Schauen wir uns jetzt erstmal ein Triops-Tutorial an. Okay, ich glaube, ich habe hier ein High-Quality-Tutorial gefunden vor 10 Jahren. Das wird mir auf jeden Fall die wichtigsten Informationen mitteilen, die ich brauche für einen Triops. Was könnte sie machen? Wie wäre es mit einer Urzeitkrebszüchtung? Sarah züchtet Urkrebse mit Roman. Okay, ich glaube, das ist ein nice Tutorial. Das müssen wir angucken. Dazu braucht sie ein Becken. Hab ich. Einen Schlauch, um das Wasser zu wechseln. Okay, hab ich nicht. Ein Thermometer, um die Temperatur des Wassers zu kontrollieren. Sie braucht Sand. Hab ich nicht. Okay. Eine Spritze für den Wasserwechsel. Warte mal, ich dachte, der Schlauch ist schon für das Wasserwechsel da gewesen. Okay. Dann natürlich noch die Triops-Eier. Triops-Eier habe ich auch, das, ja. Das Futter. Ja, Futter. Ein Teebeutel als Wasserreiniger. Habe ich auf gar keinen Fall. Und einen Holzspatel. Okay, den finde ich schon irgendwie. Okay, wir merken, wir brauchen Sachen. Sachen zum Machen. Hammer, gecheckt. Zuerst spült Sarah den Sand aus. Okay. Da kriege ich hin. Dabei geht sie sehr gründlich vor. Okay. Sie hat sich extra destilliertes Wasser gekauft, weil das normale Wasser aus dem Hahn ungesund für den Krebs wäre. Okay. Okay. Wir sehen No-No Normalwasser. Okay? Nichts aus dem Hahn. Was kommt da eigentlich rein jetzt? Destilliertes Wasser? Das Reinigen wiederholt okay. Sarah noch zweimal. Okay. Sarah macht es sauber. Und deswegen muss ich das auch sauber machen. Ich mach's wie Sarah. So werden störende Stoffe aus dem Sand herausgewaschen. Okay, störende. Denn bei uns zu Hause ist es ja auch überall sauber. Ja, okay, bei mir ist auch sauber, glaube ich. Nach der Säuberung im Becken verstrichen. Aha. Nun wird das Becken bis zur Markierung mit destilliertem Wasser aufgefüllt. Okay, destilliertes Wasser. Sie sollte versuchen, das Wasser nicht mit den Fingern zu berühren. Okay, ich verstehe. Wasser nicht mit den Fingern berühren, das bedeutet steril. Nicht mit den Fingern ins Wasser gehen, weil unsere Finger, die menschlichen Finger, haben ultra viele Bakterien und dadurch sterben Triopse. Bevor Sarah die Triops-Eier öffnet, sollte sie die Eier leicht auf den Tisch klopfen, damit sich die Eier alle an einer Seite befinden. Okay, Tisch klopfen. Okay, klopfen. Klopfen nicht vergessen. Jawohl. Sarah schaut sich jetzt die eingesetzten Eier nochmal mit der Lupe an. Okay. Gut, mehr Tutorial brauchen wir nicht. Ab da können wir weitermachen. So, wir brauchen die Sachen. No-No Normalwasser. Kein Normalwasser. Steril. Wir arbeiten steril. Und klopfen nicht vergessen. Dann fangen wir an. Let's go. So, hier habe ich tatsächlich jetzt mein Set. Das heißt wuselnde Salzkrebse. Das ist das, mit dem wir jetzt erstmal anfangen werden. Es ist im Prinzip nicht schwer. Also wir müssen wirklich nur dieses Ding hier auspacken. Aber ich habe noch ein paar Geheimtricks. Deswegen schauen wir uns jetzt erstmal an, was wir hier drin haben. Wow, ein Hintergrund für unsere wunderbaren kleinen Salzkrebse. Oh, what? Okay, ich glaube, das ist sogar... Wow, da haben wir Sticker. Sehr nice. Die Sachen, die wir uns gleich angucken werden. Schauen wir uns jetzt erstmal dieses Becken hier an. Es wird nämlich mit einem Becken geliefert. Das heißt, da muss man sich gar keinen Stress machen. Ne? Also, das ist quasi so ein durchsichtiges Becken. Da kann man dann dementsprechend Wasser reinmachen und auch gut durchsehen. Und dann haben wir hier nochmal ein paar Sachen, wie das Mädchen aus dem Tutorial circa, okay? Also, wir haben eine Pipette.
Oh, was? Wir haben sogar die Lupe. Das ist sogar dieselbe Lupe, damit ich auch ein Forscher sein kann. Dann haben wir hier in diesem Package... Warte mal, was? Salzkrebschen-Eier. Oh mein Gott, was? Das sind die Eier, Mann. Schaut euch das mal an. Das ist einfach nur so brauner Sand. Wow, aber das sind richtig viele. Das ist so... Ich hätte niemals gedacht, dass das hier... einfach ein Tier ist. Hätte ich niemals gedacht. Alles klar. Und dann gibt es hier nochmal etwas Futter. Das ist einfach grün. Wahrscheinlich Alge oder so. Oh, unser Desinfektionsstab. Der hier können wir auch benutzen, damit wir nicht reinfassen mit den Fingern. Und dann Meersalz für Salzkrebschen. So eine Verpackung ist das hier. Und damit haben wir's. So sieht das aus. Na gut. Ach, übrigens, das hier haben wir auch noch nicht angesehen. Das hier ist quasi Sand. Irgendwie so blauer Sand. Kann man wahrscheinlich benutzen für den Meeresboden. Nur kurz mal reinschauen, was da wirklich drin steht. Ob das jetzt das gleiche ist, wie die Anna es uns gesagt hat oder ob es anders ist. Also ich glaube, wir müssen einfach nur Wasser reinmachen. Und zwar habe ich nämlich dafür einfach Wasser geholt. Fertiges Wasser. Und das ist ja eigentlich steril und das ist ja gefiltert so durch Berge und so. Deswegen würde ich schon sagen, das dürfte auf jeden Fall noch mal sauberer sein als Leitungswasser. Und viele Leute benutzen das und haben damit gute Erfahrungen gemacht. Also rein mit dem Wasser. Wir machen auf jeden Fall gut was rein. Oh mein Gott, das ist so spannend. Ich werde Papa. Ich werde einfach Papa. Okay, alles klar. So, dass es so gut voll ist. Ne? Nicht zu viel, nicht zu wenig. Sobald wir hier fertig sind, werden wir den Standort von diesem Aquarium woanders hin platzieren, wo es mehr Licht gibt. Weil jetzt gerade bin ich im Keller. Und dementsprechend machen wir das dann gleich später. Aber für den Anfang der Zucht ist es noch in Ordnung. Also, wir nehmen hier quasi dieses gesamte Salz jetzt hier. Und dann hauen wir das da rein und werden das einfach mit diesem Spatel mal hier umrühren. Oh Gott, okay. Dann machen wir mal hier ein bisschen Salz rein. Dieses Salz ist einfach so Meersalz für Salzkrebschen. Dadurch wird das Wasser jetzt so ein bisschen salzig und gibt dem Ganzen dann einen gewissen Kick. Ich darf nur nicht mit dem Finger reinkommen. Ganz schön viel Salz, du. Und dieser Spatel ist so richtig klein. Also ich kann euch sagen, das kann sich hier nur Monate handeln. Das ist aber auch echt viel Salz, was da reinkommt. Ich muss auch aufpassen, dass ich jetzt keine anderen Bakterien da reinmache. Nicht, dass es unseren Triopsen dann schlecht geht. Ich hoffe nur, dass sie überleben. 2 Stunden später. Hey Leute, willkommen im Haushaltsschrank. Währenddessen ich warte, bis das Salz sich aufgelöst hat, habe ich hier nochmal ein bisschen meinen Sand mitgenommen. Und jetzt muss ich quasi das gleiche machen, wie es Anna auch gemacht hat in dem Tutorial. Und zwar muss ich jetzt nämlich meinen Sand waschen. Gucken wir mal, wie das läuft. Oh yeah. Was? Alter, sieht aus wie so eine richtige Suppe. Hier, schau jetzt mal. Irgendwie sieht es ganz schön eklig aus. Also... Naja, könnte besser sein. Dieser Sand ist so richtig komisch. Wenn man da mal so rauf guckt, dann sieht man so, es sind so überall so kleine Bälle, die sich irgendwie formen. Und ich kann nicht so ganz richtig verstehen, warum das passiert. So, und dann schütten wir das hier so ein bisschen ab. Und dann machen wir das Ganze jetzt noch 2-3 Mal. Und dann, wenn wir das gemacht haben, haben wir auf jeden Fall einen richtig sauberen Sand. Alter, was? Schau ich es mal an, das sieht einfach aus wie so eine Suppe. Irgendwas ist in diesem Sand drin, Leute. Oh Gott, ich habe ein bisschen was verschüttet. Jetzt habe ich den Sand gewaschen. Sieht nice aus. Jetzt sind wir ready, den Sand zu verteilen. Okay, wir haben jetzt reichlich blauen Sand hier. Den kann ich jetzt verwenden, um ganz entspannt hier das reinzuschütten. Ne? Ich schütte jetzt einfach mal so ein bisschen. Oh Gott, ich glaube, das geht so. Wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Sand rein. So, damit der überall so ein bisschen verteilt ist. Und dann haben wir es. Dann ist da so ein schöner Boden. Und diesen Sandboden können dann dementsprechend unsere Triopsen nutzen, um sich einzubuddeln und irgendwie zu leben, eine Familie zu starten. Das sind die Grundstücke quasi, die wir denen gerade gegeben haben. Damit haben wir jetzt tatsächlich ein Becken mit blauem Sand drin. So sieht es hier jetzt aus, ne? Wenn man das auch so hochhebt. Sehr klar, sehr sauber. Und jetzt ist dementsprechend eigentlich schon ein wichtiger Punkt. Und zwar Schritt 4, Eier vorsichtig hinzugeben. Also machen wir das mal. Wir machen jetzt die Packung lebende Tiere auf. Es sind doch so Millionen von Tiere, die in dieser einen Verpackung drin sind, oder? Und dann wurde da gesagt, 4 solche Spatelspitzen. So, das heißt also, hier ist unser Spatel. Und packen hier mal ein paar Spatelspitzen raus. Also ich gehe rein in die Tüte und dann ein paar Spitzen da rein. Spitze 1. So. Oh mein Gott, okay, ich habe es jetzt reingemacht. Dann Spitze 2. So, dann Spitze 3. Und Spitze 4. So, und dann vorsichtig umrühren. Okay. Da sind diese Eier.
Die sind da jetzt sozusagen im Wasser drin. Und dann können wir das hier so vorsichtig umrühren und schauen, dass die sich so ein bisschen verteilen. Man darf halt einfach keine Fehler machen, indem man so unrein arbeitet, sondern man muss relativ steril arbeiten und dann dürfte das eigentlich klappen. Wir haben jetzt ein bisschen Salz drinne, bisschen von den Eiern drinne und damit dürfte es gehen. So, ja, ein bisschen da sieht man was. Also eigentlich das, was aussieht wie so Schmutz oder so Dreck, das sind dann quasi unsere Eier, die wir jetzt da reingegeben haben. Jetzt heißt es warten. Nach 1 bis 2 Tagen kannst du die ersten Lebewesen im Wasser zuckend schwimmen sehen. Das heißt, unsere Kinder schlüpfen also erst in ein paar Tagen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir sie in einem relativ warmen Bereich aufbewahren können. Ich mache mal hier nochmal kurz die Lupe nochmal auf und guck mal, ob ich mit der Lupe vielleicht nochmal ein bisschen näher an diese Eier rangucken kann. So, jetzt kommt die Lupe nochmal. Oh mein Gott! Ich mache ja die besten Aufnahmen auf ganz YouTube. Okay, das sind die ganzen Eier, die jetzt da im Wasser einfach so herumschwimmen. Und dementsprechend warten wir jetzt eigentlich nur noch drauf, bis die Eier schlüpfen. Und schauen mal, was hier aus unseren Tierchen so wird. Es gibt jetzt gute Neuigkeiten, okay? Ich habe nämlich hier das hier aufgebaut, ne? Meine Konstruktion von dem, was ich hier heute vorhabe. Und zwar ist das jetzt nämlich das gute alte Aquarium, was wir hier jetzt aufgebaut haben. Und es ist hier genau 20 Grad in diesem Raum, okay? Das heißt also, ich habe alles eingehalten. Und dann können wir dementsprechend warten und gucken, bis diese Eier hier quasi schlüpfen. Das Ding ist, damit man das besser nachvollziehen kann, habe ich hier eine Kamera. Durch dieses Kabel hier ist die an den Strom angeschlossen und dann auf dem anderen Kabel hier geht es dann sozusagen in diesen Laptop da rein, okay? Und zwar können wir nämlich hier pro Sekunde ein Bild schießen, okay? Das heißt, die Kamera schießt jedes Mal ein Bild und wir können dann dementsprechend ganz genau beobachten, ne, über 48 Stunden, ne, wie sich diese Eier dementsprechend verändern werden, okay? Ich möchte nämlich komplett herausfinden, ne, wie werden diese Eier quasi schlüpfen, ne, und möchte dann natürlich im Nachhinein euch auch gerne zeigen, wie das dann quasi passiert. Und deswegen ist diese Aufstellung hier perfekt gewesen. Außerdem habe ich hier noch eine Sache, die ich euch zeigen wollte. Und zwar ist es nämlich das hier. Eine Wärmelichtkamera. Way, way, way. Damit kann ich ebenfalls nochmal die Temperatur messen. Nochmal ein Beweis, dass es hier funktioniert. Das hier ist eine Heizung. Und man sieht, wenn man da jetzt mit dem Bildschirm rangeht und man hat da eine Heizung drauf, sieht man, dass die Heizung dementsprechend rote Punkte hat. Und zwar haben wir nämlich jetzt hier das Wasser. Und da müssen wir jetzt mal kurz herausfinden, was da quasi die Temperatur ist. Das Wasser, wenn man da jetzt genau hinsieht, hat 17,7 Grad, so 17,5. Das dürfte auf jeden Fall reichen. Und dann habe ich noch gelesen, dass diese Salzkrebse, wenn die schlüpfen, können die quasi am Anfang, wenn die Hunger haben, erstmal die eigene Schale essen. Das heißt, man muss sie nicht sofort füttern. Das heißt, die kommen jetzt erstmal die ersten 48 Stunden alleine aus. Bedeutet jetzt also für mich, dass ich jetzt hier 48 Stunden lang weggehen kann, also ein Wochenende. Und dann sollte eigentlich, wenn alles klar, ein Video entstehen, wo man sieht, wie die schlüpfen und am Ende des Tages sollten hier ein paar Triopse drin sein. Wünscht mir Glück, Leute, jetzt kommt die Timelapse. Okay, super coole Neuigkeiten. Ne? Es ist ein neuer Tag, und zwar Montag. Das heißt also von Donnerstag auf Freitag, auf Samstag, auf Sonntag, auf Montag. Und es ist was ganz Spezielles passiert. Komm mit. Und zwar in meinem kleinen Zimmer, in dem ich hier meine Gesamtkonstruktion aufgebaut habe. Das ist ja die hier gewesen. Ne? Da ist etwas Besonderes passiert. Und zwar, wenn man nämlich ein bisschen näher ranguckt, da in der Mitte, genau da, hier, da bewegt sich tatsächlich schon was. Was aber noch besser ist, dieses Ding hier, okay? Das ist ein Supermikroskop, mit dem man Bilder auf den Laptop bringen kann. Und deswegen baue ich jetzt einfach nochmal ganz kurz mein Setup um und wir schauen uns jetzt nochmal in der Detailaufnahme gemeinsam auf unserer Werkbank mal an, wie das Ganze jetzt aussieht und was wir für neue Babys bekommen haben, weil ich bin endlich Vater geworden. Ich wollte schon immer mal Vater werden. Okay, Leute, ich habe hier nochmal mein kleines Set aufgebaut und die guten alten Salzkrebse, selbstverständlich auch. Und unsere Lupe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht so ganz richtig, wie sie funktioniert, deswegen gucken wir mal, ob wir die kurz gemeinsam hier hinbekommen. Ich stelle euch mal kurz hier hin. Also es gibt hier ja diese Lupe, die sozusagen mitgeliefert wird.
Aber ich bin mir relativ sicher, dass die Online-Aufnahmen mit dieser hier deutlich besser sein werden. Das ist dann sogar so ein Bild, was ich sogar einblenden kann. Deswegen schauen wir mal, dass das möglicherweise besser geht. Ich stöpsel das hier erstmal ein. Okay. Oh, jetzt habe ich mich selber einfach auf dem Bildschirm. Oh, yes! Okay, Leute, ich glaube, ich habe ein Signal bekommen. So, aber wenn ich jetzt hier meine Hand drauf mache, dann dürfte man da mit etwas Glück, ja, meine Haut sehen. Oh Gott, das funktioniert so gut. Das funktioniert so gut. Das Krasseste ist immer Haare. Schau dich mal Haare an. Haare. Guck mal, da sieht man einfach meine Haare. Haare sehen am Ende des Tages doch ekliger aus, wenn man sie sich von ganz nah ansieht. Deswegen schaut euch die Haare lieber von weiter weg an. Also gucken wir jetzt mal in diese eine Ecke da rein, wo die ganzen Salzkrebse sich gerade sammeln. Und dann gucken wir mal, ob wir da was sehen können. Guck mal. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott, wir können schon was sehen. Das ist ja ganz schön crazy. Da sieht man diese einzelnen kleinen Schalen. Wow. Niemals. Das sind einfach unsere Triopse, unsere Salzkrebse. Man kann hier sehen, wie die an diese Schalen rangehen und dort dann immer so ein bisschen abbeißen. Seht ihr das? Das ist ganz cool, weil das ist nämlich die Nahrung, die die jetzt noch haben. Und so stelle ich mir auch den Grund vor, weshalb die sich alle jetzt an dieser Ecke sozusagen tummeln, weil die wissen, dass dort noch Eier übrig sind, von denen die sich noch ernähren können. Hier können wir sogar genau sehen, dass die da gerade essen. Ich bin so, Alter, ich glaube, ich bin Biologe, Leute. Ich glaube, ihr könnt mich jetzt Biologe Roman nennen. Der die Naturwissenschaften studiert hat. Oder so in die Richtung. Was du hier siehst, sind noch nicht die Salzkrebschen, sondern deren Larven. Also, das heißt also, wir haben noch gar keine Salzkrebse, so wie ich gerade eben gedacht habe. Das sind erst Larven. Und diese Larven müssen wahrscheinlich jetzt erstmal was essen. Etwa am dritten Tag bekommen die Larven Hunger. Sei sparsam mit dem Futter. Deine kleinen Nauplieren und die ausgewachsenen Krebse brauchen nur wenig Futter. Du musst dir keine Sorgen machen, dass die Tiere verhungern könnten. Salzkrebse halten es lange ohne Futter aus. Außerdem entstehen im Becken kleine Algen, von denen sich Krebse ernähren können. Was vielleicht noch interessant sein könnte, unten an unserem Beckenrand, da haben wir auf jeden Fall auch noch ein paar Salzkrebschen, die tatsächlich im Sand drin leben. Die könnten wir uns jetzt auch noch mal kurz im Detail ansehen. Das heißt, ich stelle jetzt mal kurz meine kleine Lupe noch mal ein bisschen mehr nach unten ein. Guck mal, da haben wir jetzt Sand. Also im Sand haben sich ebenfalls Eier abgesetzt. Ja, guck mal, da lebt zum Beispiel einer. Das heißt also, manche leben wohl lieber oben an dieser Ecke und essen da einfach. Und manche, wie der da, die chillen eher gerne unten im Sand und sind dort sozusagen ein bisschen was am Essen. Also, eigentlich ganz interessant. Bin mir halt nicht sicher, wie viel Hunger die haben, weil das ist jetzt, ja, am Donnerstag habe ich die reingesetzt. Das heißt, die sind dann Freitag, Samstag, Sonntag und jetzt ist Montag. Das heißt, ein bisschen was zu essen kann ich denen ja eigentlich schon geben, oder? Ich gucke mal, dass ich einfach ein bisschen von diesem ganz kleines bisschen von diesem Algenzeugs, ganz wenig. Guck mal, ich nehme wirklich nur so viel. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, aber das ist wirklich fast gar nichts. Und dann streue ich das hier einfach mal rein und dann nehme ich hier einfach ein bisschen das so rein. Oh, jetzt ist es komplett grün geworden, ne? So, und jetzt würde ich hier einfach noch mal ein bisschen Sauerstoff mit reinbringen. Die können essen, trinken, chillen. Jetzt können die alles da drin erstmal machen. Ach, guck mal. Dadurch, dass ich das jetzt ein bisschen so geschüttelt habe, haben sich jetzt voll viele im Boden vergraben. Schaut mal, da kann man jetzt sehen, wie die sich jetzt alle so ein bisschen im Boden vergraben. Das heißt also, ich werde mich jetzt weiterhin um die kümmern und schauen, was passiert. Falls ihr also eine weitere Folge davon sehen wollt, wie ich hier meine kleine Krebszucht hier weitermache, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall alles geben, um der beste Papa der Larven ever zu werden. Gebt einen Daumen nach oben, schreibt gerne einen netten Kommentar und vergesst auf jeden Fall nicht im Shop vorbeizusehen. Dort sind meine Plüschtiere, die ich designe. Und zwar die Dr. Augen. Da könnt ihr mal reinsehen. Und falls sie euch gefallen, könnt ihr euch gerne einen schnappen. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao! Okay, wir sind hier gerade am Drehen und zwar von schwarzes Essen versus pinkes Essen und Toni ist sogar gerade da. Und dann, während dem Dreh, habe ich Toni gesagt, dass ich sie einladen möchte und zwar meine Urzeitkrebse anzusehen. Er ist so stolz auf seine Krebse, deshalb muss ich sie mir jetzt einfach anschauen. Pass auf, ich werde jetzt gleich nochmal ganz kurz die Urzeitkrebse vorbereiten und dann kannst du dir anschauen, wie viele Kinder ich bekommen habe. Ich bin nämlich jetzt 2857-facher Vater geworden. Okay, ich rufe dich gleich, okay? Okay. Ist gleich fertig. Bis gleich. Ich habe jetzt alles vorbereitet und da ist Judy. So, bist du bereit, meine Urzeitkrebse zu sehen? Pass auf, du musst hier reinkommen und ich sag's dir, Toni, das ist richtig krass. Okay. Also, der Toni nimmt es zu sehr auf die leichte Schulter, aber du siehst hier schon mal, guck mal. Egal. Also,
Wenn du da jetzt noch anguckst, da oben zum Beispiel, diese ganzen Dinger, die da herumschwimmen. Diese kleinen. Hä, was heißt denn hier? Das ist wow. Hä, das sieht aus wie so Schimmel. Schimmel? Boah, aber krass, die bewegen sich wirklich. Ja, guck mal, und da in der Ecke, da sind auch wirklich so die allermeisten. Wir haben dann hier die Möglichkeit, diese Lupe zu verwenden. Und dann können wir das hier auf dem Laptop dann sehen. So, und jetzt guck mal, nimm du mal die Kamera, wie sie so hier hinpacken. Das sind jetzt alles Triopse, die da so herumschwimmen. Okay, ich bin impressed. Ich bin wirklich impressed, Leute. Schaut euch mal das an. Warte, man kann davon noch bessere Bilder aufschnappen. Also Roman hat jetzt Verantwortung für diese ganzen Lebewesen. Ich weiß ja nicht, ob das so gut geht. Hey, natürlich geht das gut. Das sind alles meine Kinder. Ich kann dir auch die einzelnen Namen sagen. Oh, wie heißen sie denn? Erzähl mal. Und die Frage ist, kannst du sie auseinanderhalten? Ich kann die alle auseinanderhalten. Die haben alle ihre Einzigartigkeiten. Guck da zum Beispiel, der da schwimmt. Ja, wie heißt der? Das ist Joey. Oh. Und das ist Joey. Und das da ist auch Joey. Und dann 2887 andere Joeys so. Was würdest du sagen, wie findest du diese Urzeitkrebse von 1 bis 10? Oh mein Gott, also ich würde sagen, es ist eine glatte 10. Okay. Weil er hat sich wirklich viel Mühe gegeben für all seine Joeys. Das, was ich jetzt auch hinbekommen muss, ist, dass ich die nochmal aufziehen muss, sodass sie wirklich erwachsen werden. Dann werden die einfach so groß wie dein Kopf, Mann. Leute, stell euch mal vor, so 2837 Urzeitkrebse mit so Romans Kopf. So. Alle in meiner Größe. Okay, aber nice, dass du sie jetzt mal gesehen hast. Jetzt habe ich auch der Toni mal auf jeden Fall auch meine Urzeitkrebse gezeigt. Falls ihr die Urzeitkrebse auch richtig cool findet, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf dieses Video und wir werden mal gucken, wie die sich weiterentwickeln werden und wie die dann anders aussehen werden, sobald sie erwachsen werden. Oh. Schaut auf jeden Fall im Shop vorbei, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.